Die Messe ist wie auch die letzten Jahre auf dem Platz der Luftbrücke, also Berlin-Tempelhof, der ehemalige Flughafen. Ach, wie lange ist der schon leer, oder nicht mehr in Betrieb? Ja, aber vom Gebäude her natürlich trotzdem immer wieder interessant und toll hier reinzulaufen. Erstmal zum Check-in für die Teilnehmer. Altra. Mal sehen, ob ich da nachher noch mal hingehe und mir mal eine Laufschuhberatung hole für Trailschuhe. Fridolin ist auch schon aktiv. So, ich gehe zu den Jubilee-Club-Mitgliedern. Wenn man öfter als 10 Mal hier gelaufen ist, dann kommt man in den Jubilee-Club und dann hat man immer einen gesicherten Startplatz für das nächste Jahr. Bezahlen muss man zwar trotzdem, aber das ist schon ziemlich geil. Hallo! Chip mit? Den Chip habe ich auch, ich weiß nur nicht welchen, ich habe 2. Ich hatte das Problem, ich wusste nicht, mit welchem habe ich mich angemeldet. Der ist es, alles klar. Frank Lorenzen, ja, alles gut. Am Adidas Glücksrad, unfassbar. Wir stellen uns an, ich habe schon keinen Bock, so lange anzustehen. Aber was sagt Nina? Dafür darf ich nächstes Jahr starten, ich habe Startplatz gewonnen. Echt, hat sich gelohnt. Ich kriege ein Buch. Ne? Ist ja nicht so, dass ich keine Bücher habe zu Hause. Ne? Aber ich kriege ein Buch und Nina gewinnt einen Startplatz für nächstes Jahr für den Berlin-Marathon. Wie geil ist das? So muss das sein. Eigentlich müsste ich was haben, wo ich noch Riegel ranmachen kann. Hier kannst du ja wenden. Das ist noch nicht mal das, was ich hatte. Dankeschön. Prost! So, jetzt darfst du auch noch mal mit auf mein YouTube-Video. Ja, sehr schön. Heute laufe ich mal mit Philipp, ich bin Frank. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ja, wir sind schon mal zusammen deutsche Meisterschaften gelaufen in Husum. Oh ja, da Halbmarathon. Genau. Da hast du gewonnen. Aber ich sagen, deutscher Meister damals wäre ich sogar noch geworden, ja. Da warst du ein bisschen vor mir im Ziel. Ja, aber vielleicht nur so eine Minute oder so wahrscheinlich. Ich habe noch meine Freundin dabei. Freut mich. Die kennt ich noch nicht. Noch nicht, ja. Und läuft auch am Sonntag. Ganz entspannt, ne? Ja. Cool. Was anderes kann man doch gar nicht glauben, oder? Kann man nicht, nee. Also hätte es einfach, du machst so begleitmäßig nur so U-Bahn-Hopping und versuchst an der Strecke so anzufangen. Ist auch stressig. Ich war froh, dass Frank relativ langsam unterwegs war. Weil das sonst schwierig wird, die Leute. Das war echt stressig. Ja. Hi Pia, liebe Grüße hier von der Marathonmesse hier beim Berlin-Marathon. Weiß nicht, ob du demnächst vielleicht auch mal irgendwann nach Berlin laufen möchtest, kann man auf jeden Fall empfehlen. Nächstes Jahr bist du dabei, Pia. Mit ein bisschen Glück wahrscheinlich einen Startplatz dann zu gewinnen oder über das Erdinger Active Team. Ist natürlich immer eine gute Möglichkeit. Wird ein unvergessliches Erlebnis. Okay, danke. Seit Mittwoch esse ich wieder Kohlenhydrate. Mal gucken, was geht am Sonntag. Ja, Mauer, ne? Ja. Ich wollte auf alle Fälle schneller laufen als auf Fehmarn. Okay. Ja. Und du? Ja, ganz locker. Also ich habe 4:15 fein ich erstmal an und einfach. Ja. Dann Ende Oktober noch in Frankfurt. Also. Ja, Frankfurt wollen wir auch. Ja? Ja. Da habe ich gerade entschlossen, in Frankfurt, wenn alles klappt, meinen 100. Marathon zu laufen. Ey, cool. Ja, mal gucken. Dann werden wir kontrolliert langsamer. Sind hier noch irgendwelche Walker? So viele sind wir ja gar nicht. Ja. Ja.
Aber es sieht auf jeden Fall gut aus und ich glaube, die GoPro hat ja auch ordentliche Bildstabilisation. Oh, du, die ist super. Die nehme ich morgen mit auf die Strecke. Ah, wirklich? Oh, ja. Oder Sonntag? Ja, Sonntag meine ich auch. Okay, okay, aber was denn? Okay. Du meinst also Vollmarathon mit? Ja. Okay. Dann mache ich immer ein paar YouTube-Aufnahmen. Ja, wir machen jetzt eine 5-Kilometer-Runde. Ja, ganz lockeren Einlauftempo. Geschillt, es ist geschillt. Ja. Wenn ich so Sonntag durchhalte. Mensch, Leute, schon 1,4 Kilometer. Wir sind doch in der Spitzengruppe mit Philipp Flieger. Ui. Hey Mike, auch da. Hey Mike. Hi. Du bist ja sportlich angezogen, heute laufen wir. Moin. Handshake mit Mauzi. Oh yes. So, die Gruppe wird kleiner. Nicht jeder kann Philipps Tempo mitgehen. Aber ich bin noch dran. So eng war das deutsche Teilnehmerfeld in der Spitzengruppe noch nie zusammen. Entspannt ist das nicht mehr. Aber geiles Gelände, ne? So, das war doch schön. Super, oder? Genau. Ja. Vor Flieger im Ziel. Schöne ja, genau. Vor Philipp im Ziel, geil. Mann. Ja. So, das war unser Lauf mit Philipp Flieger. Cooles Ding. Einmal um den Flugplatz rum. Schöner Kurs, tolle Strecke. Morgen geht es hier weiter um 8.30 Uhr, glaube ich, startet der Frühstückslauf. Der geht auf den gleichen Kurs. Da werden wir dann nicht dabei sein. Wir sind ja heute schon gelaufen. Nina ist am Geld ausgeben. Ja, also Daniela, eine Hose für dich, ne? Wenn du auf der Messe bist. Ah, ne, bestimmt schon. Der Frank, 16. Teilnahme. Genau. Käsekuchen aus dem Jubilee-Club und Nina möchte schon wieder irgendwas gewinnen. Ja, dann muss man hier planken, das kann ich machen beim Knie nicht nochmal. Also. Musst du jetzt länger durchhalten als er, oder? Ja, Nina, die Abstauberin. Ja. Gerade war ich bei Altra. Ich wollte mir eigentlich mal ein paar Trailschuhe angucken, aber die haben die zwar da, aber nur zum Angucken, nicht zum Anprobieren. Die haben sich heute auf Straßenschuhe spezialisiert. Schade, schade. Schulsportreise auch hier. Jetzt will Nina auch noch Frankfurt gewinnen, nachdem sie Berlin schon gewonnen hat. Nina macht mir ein Müsli.